Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Doki Doki Literatur Club. Moment, ich muss gerade einmal meinen Timer einstellen. Okay. Endlich mal wieder eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Aufnahme. Und mit einer für mich großen Veränderung. Ich habe ein neues Headset. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern. Das ist das Brookstone Headset, Katzenohren, irgendwas. Das kabellose. Aber im Moment spiele ich noch mit Kabel. Denn ich brauche erst einen Bluetooth-Adapter für meinen PC, dass ich kabellos spielen kann dann auch, aber das macht nichts. Ich werde jetzt erstmal ohne spielen, beziehungsweise mit, Entschuldigung. ich bin sehr froh, dass ich den habe, endlich, denn ich wollte den schon immer haben, ich fand den super. Und ich habe auch nur positive Bewertungen gelesen auf Amazon. Und ich wollte mir schon den Vorgänger davon holen. Also dieser normale Katzenkopfhörer. Der war aber so teuer. Deswegen habe ich mir den nicht gekauft. Und der war jetzt, glaube ich, 50 Euro billiger oder so. Und ich hoffe, dass ich vom Ton her in Ordnung bin, nicht zu leise und nicht zu laut. Oh, ich habe gerade gesehen auf meiner Tonspur, ich war ziemlich laut, sorry dafür. Aber die Ohrmuscheln liegen direkt auf den Ohren drauf, deswegen ist das etwas ungewohnt für mich. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube, das ist meine dritte Aufnahme. Ich habe es gestern schon mal gestartet, musste dann aber abbrechen wegen privaten Gründen. und meine Aufnahme hat auch irgendwie rumgespackt, also das Spiel irgendwie, das war total buggy oder so. Ich hoffe, es geht jetzt heute besser. Meine Aufnahme läuft. Ich muss dann also auch mal gucken, ob sich mein Bild mitbewegt bei der Aufnahme. Es bewegt sich sehr gut. Wir waren das letzte Mal bei Sayuri und haben ihre traurige Geschichte erfahren, also dass sie schon ihr ganzes Leben lang Depressionen hat und es keinem gesagt hat, auch uns nicht, obwohl wir schon jahrelang mit ihr befreundet sind. Aber sie hat gesagt, wir sollen uns keine großen Sorgen um sie machen und jetzt treffen wir uns mit Yuri, um etwas für dieses Gedichte-Event-Spektakel irgendwas vorzubereiten. Und das machen wir dann jetzt auch mal. So. Genau, wie gesagt, ich werde nicht alles übersetzen. Ihr könnt ja mitlesen. Ich werde es nur so innerlich für mich selbst auch lesen. Und auch immer noch habe ich ein komisches Gefühl, dass irgendwas passieren wird mit Sayuri. Weil sie hat ja so getan, als wäre das überhaupt nicht schlimm irgendwie. Keine Ahnung, es war halt irgendwie seltsam. Bevor ich es vergesse, ich vergesse das immer. Ich möchte bitte... Tada! Ich finde das mega cool. Ich liebe es. Ich mag es auch voll, dass man bei diesen kabellosen jetzt verschiedene LED-Lichter hat. Also man kann hier aussuchen. Ich glaube, 8 Stück sind's. Ich bleibe jetzt aber auch einfach mal klassisch bei Blau, wenn ich es wieder finde. Hier, genau. Okay. So. Okay, hier stoppt auch schon die traurige Musik und es wird wieder fröhlich. Und Yuri ist schon da. Wie gesagt,
diesen Abschnitt, ich glaube, es waren 15 Minuten, wo ich gespielt habe, als ich dann aufgehört habe. Deswegen kenne ich das jetzt auch alles schon. Aber ich lasse es natürlich trotzdem mitlaufen. Und Juri ist etwas früher da als verabredet und wir waren natürlich nicht zu Hause. So, dann bin ich mal gespannt. Ach, jetzt weiß ich, was mir hier fehlt. Mein Kissen. Naja, egal. Ich glaube, ich werde es mal ohne aushalten. Okay, wir gehen in unser Zimmer zusammen mit Juri. Und wir haben extra sauber gemacht für Juri. Und sie hat sich ziemliche Gedanken drum gemacht, für die Dekoration. Ich bin echt mal gespannt, wie das Event auch werden wird. Geht's nur mir so oder ist die Musik nach einer Zeit ziemlich aufdringlich und etwas nervig? Aber nur etwas. Naja, okay. Thank you.
Ja, das stimmt wirklich. Da habe ich ja auch den Eindruck. Geht es nur mir so oder ist sie mehr entspannt, wenn es nur wir beide sind? Denn im Club ist sie ja immer so ziemlich ruhig, eigentlich die ruhigste von allen und möchte sich eher aus allem raushalten. Und hier kann sie sich selbst ein bisschen so ausdrücken und ja, genau. Oder es ist einfach die Vorfreude, dass sie etwas mit anderen teilen kann, das sie selbst mag. Sie hat ein Taschenmesser bei sich und es ist kein normales Taschenmesser. Es sieht ziemlich cool aus. Ich kenne es schon. Das Ding ist, ich stehe irgendwie auf dem Messer. Sie sind einfach so hübsch. Möchtest du es gerne halten? Na klar, ich werde es ausprobieren. Wo bekommst du überhaupt ein Messer wie dieses her? Und wir haben uns geschnitten, wie auch sonst. Das Messer ist extrem scharf. Es kann durch Haut schneiden, als wäre es Papier. Was schon ziemlich seltsam ist. Und habe ich dann. Ah. Ich muss mal kurz etwas trinken. Okay. Juri nimmt meine Hand und schaut sich die Wunde genauer an. Es ist immer noch so seltsam. Ich weiß nicht. Es ist so. Wieso bringt mich dieses Spiel in so seltsame Situationen immer? Es ist so. Ja, das frage ich mich auch. Aber ich schätze, sie hat nur versucht zu helfen. Juri, ich denke, du reagierst etwas über. Okay, das kenne ich noch nicht. Was? Ich nehme Juris Hand und nehme ihren Finger auch in den Mund.
Ich bin komisch. Sagt die, die sich gerade meinen Finger in den Mund gesteckt hat. Echt. Juri hat mich seltsam genannt? Ich habe keine Antwort auf das. Ich muss jetzt ab und an mal auf die Aufnahme gucken, dass sich die nicht wieder aufgehängt hat, weil gestern hat die sich einfach aufgehängt. Und ich wusste nicht warum, aber bis jetzt läuft alles gut. Okay, sie möchte einen Banner machen. Okay, wir müssen Wasser dafür holen, für Wasserfarben. Wir kommen ins Zimmer zurück und sehen Juri, wie sie sich schnell ihren Pullover wieder über ihren Arm streift. Dein Gesicht ist etwas rot. Ist es zu heiß hier drin oder so? Nein, da ist nichts falsch. Mir kommt gerade so eine Ahnung. Sayuri hat Depressionen. Juri steht auf Messer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit richtig liege, aber mag sie es vielleicht, sich selbst zu verletzen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Kann sie auch verstehen. Man muss nicht immer rausgehen und, keine Ahnung, über wilde Sachen machen, um Spaß zu haben.